Ja, hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des Pharao Let's Plays. Ja, ihr seht, wir haben ja unsere zwei großen Bauwerke, die immer noch fertiggestellt werden müssen. Das ist einmal die große Pyramide und die mittlere Pyramide. Ansonsten haben wir hier nur zwei Götter, haben mittlerweile auch alle Grabbeigaben schon, ja, quasi ganz normal, wie sie es gehört. Schon dazugelegt quasi und ja, warten jetzt vor allem nur noch darauf, dass wir hier die Pyramiden fertigstellen können. Müssen dazu mal wieder Kalkstein importieren, leider, was nicht so günstig ist, besonders weil der Kalksteinpreis gestiegen ist. Somit immer wieder einen Blick werfen auf das momentane Vermögen mit aktuell 23.000 Leben, aber wie schon gesagt, kann auch gern mal nach hinten losgehen. Müssen wir mal schauen. Zurzeit sieht es auf jeden Fall noch gut aus, weil wir Luxuswaren exportieren können und davon nicht gerade wenig. Eigentlich könnten wir hier mal noch ein, zwei Juweliere errichten, weil wir haben ja zumindest ein, weil wir haben ja doch. Ah, okay, jetzt auf einmal brauchen wir Luxuswaren. Wir haben ja doch auf einmal sehr viele Edelsteine zur Verfügung. Natürlich gibt es noch schnell das Zitat, dazu stoppen wir das, damit das nicht so rumwuselt. Und zwar, das Thema ist die Macht. Das Zitat stammt von Peter Bamm und lautet, Macht verführt zum Handeln. Genau, und dann starten wir mal in diese 29. Folge. Schauen wir mal, ob wir die ja, zwei Pyramiden fertig bekommen. Ich weiß es nicht. Wenn wir, ja, mit einer halben Stunde könnte das schon sein. Oh, wir brauchen. Arbeitskräfte benötigt jetzt nicht mehr. Okay, wir haben auf einmal 800 Bevölkerung verloren. Das ist manchmal sehr kurios, wie das so schnell gehen kann. Aber ich vermute, das hängt halt doch wirklich damit zusammen, wie die einzelnen Häuser und so weiter hier versorgt werden können. Ja, wir werden dann auch wieder bald angegriffen. Das ist immer so ein bisschen nervig. Aller paar Jahre kommt hier mal ein Angriff zustande. Ich würde einfach sagen, wir bauen hier ein Silo hin und hier ein Bazar und können die Leute hier auch wirklich direkt vor Ort versorgen. Natürlich mit einem Jagdhof noch. Und hier fehlt auch die Wasserversorgung. Interessant. Nee. Wo sollen wir die jetzt noch errichten hier? Hätten wir uns vorher überlegen sollen. Hätten wir uns echt vorher überlegen sollen. So wichtig ist halt wirklich immer wieder einen Blick zu werfen auf die Götter, weil Re ist zum Beispiel nur noch gleichgültig. Das heißt, dessen Bewertung sinkt zurzeit wieder etwas. Mal schauen, wie das aussieht, wenn der zweite Tempel auch dann mal besetzt ist, hoffentlich bald. Gut, ich denke mal, früher oder später sollten wir eh wieder Probleme mit der Arbeitslosigkeit bekommen, weil wir dann sämtliche Arbeiterlager, Steinmetzgilden, Zimmermannsgilden alle einstampfen können, weil wir die einfach nicht mehr brauchen. Wenn die Monumente durch sind, dann ist alles durch. Dann, gut, dann ist wahrscheinlich aber auch das Spiel zu Ende, weil wir ja hier bloß eine Wohlstandswertung, Quatsch, eine Wohlstandswertung, eine Königreichswertung benötigen. Und sie sehen, wir haben schon wieder 12% Arbeitslosigkeit, weil wir auf einmal wieder 800 Bevölkerung mehr haben. Ja, die Häuser hier sind alle aufgestiegen, na fast alle. Das macht nicht wenig aus. Genau, wir werden wieder angegriffen. Oh, wo denn jetzt? Wirklich da unten. Jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert jetzt? Weil wir haben hier hinten ja keine Infrastruktur. Wir haben hier nichts. Hauen die dann einfach ab? Ja. Toll. Okay. Wir kriegen 10 Kalksteinblöcke geschenkt. Dafür wird der Handel mit Kalkstein. Oh, verringert. Wo brennt es? Steuereintreiber, ja, hier brennt aber keiner. Wir können ja mal auf Probleme gehen. Aber, hey. Sehr komisch, weil es war auch kurzzeitig der Ton dafür zu hören. Ach, hier. Ich blicke die ganze Zeit hier hin, weil ich dachte, das zentriert auf den Punkt, wo auch was brennt. Ja, wir haben hier wirklich keine Feuerwache gebaut, das stimmt. Das müssen wir gleich mal ändern. Aber
Ja gut, wir haben hier hinten eigentlich, denke ich, doch genügend steuerliche Abdeckung. Wie sieht es denn aus? 90%. Na gut, das könnte besser sein. Das könnte besser sein. Schicken wir mal wieder zwei Armeen los. Genau, gehen wir mal auf Verwaltung. Verwaltung und Steuer. So, wo haben wir zu wenig hier unten? Obwohl die eigentlich recht nah dran sind am Steuereintreiber. Ist manchmal sehr komisch, wie das so zustande kommt. So. Eigentlich sehr, sehr komisch, weil die sind ja hier wirklich quasi gegenüber. So, jetzt müssten wir doch 94% irgendwo. Aber selbst die hier oben sind dabei. Dann haben wir ja echt jemand vergessen. 99%, nein, jetzt nicht mehr. Also sicher gibt es auch 100%, aber ja. Oh, und Kalkstein wird noch teurer. Na toll. Wir kriegen ja so schon, ja, aktuell nicht so viel Deben raus. Wir könnten den Lohn verringern. Wir zahlen ein bisschen über dem, was das Königreich so zahlt. Ich glaube aber, weil ihr seht, die Pyramide hier ist gleich fertig. Die braucht nur noch 4 Ladungen Kalkstein und zwei, nein, Entschuldigung, insgesamt 4 Ladungen Kalkstein. Dann wird die ja noch geglättet. Das ist aber nur noch Steinmetzarbeit und dann ist die Pyramide fertig, die kleine. Rückkehr der Helden. Cool. Das erste Mal, dass wir diese Nachricht bekommen, sonst sind scheinbar unsere Einheiten immer in den anderen. Ja, sind aber nicht sehr viele zurückgekommen. Oh je. In den anderen Ländern oder in den anderen Städten wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. So, was brauchen wir hier noch? 180 plus minus. Wir können somit, ja, 105, also 180 insgesamt noch. Wir haben auch schon 49 Blöcke noch. Das passt doch soweit gut. Tatsächlich können wir dann, wie viel einfachen Stein brauchen wir noch? 40. Dann können wir eigentlich die hier oben alle umbauen zu Juwelieren. Also wie Juwelieren sage ich schon zu Edelsteinminen. Vielleicht auch gleich noch eine Reihe Warnlager hiermit errichten. Macht sich direkt an der Quelle eigentlich gut. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Luxuswaren nur durch ne? Durch den Seehandelsweg weggehandelt bekommen oder ob die auch über den Landhandelsweg angenommen werden. So, dann hier noch ein paar Juweliere hingebaut. Und dann können wir hier noch Edelsteinminen errichten und dann nicht einfacher Steinbruch. Wir brauchen Edelsteinminen. Ja, dann könnte es echt sein, dass wir in dieser Folge dieses Level schon beenden. Ja, das passt soweit. Weil ihr seht, es ist dann nur noch die große Pyramide und wir haben noch mindestens 10 Minuten, bis wir bei der 20-Minuten-Grenze sind. Aber sind wir ehrlich, das letzte Mal war auch schon sehr weit überzogen. Also ja, könnte schon so passen. Ist halt echt angenehm, dass wir hier keine Wohlstandswertung benötigen. So, eigentlich geht es wirklich nur noch darum, hier die ganzen Ladungen in einfachen Stein und dann Kalkstein. Ihr seht aber, wie schnell das geht, auch dann zum Ziel zu transportieren. Wir können mal schauen. Das passt sich ja immer dynamisch an. 125, also 120 Blöcke noch, die wir benötigen. Davon haben wir aber schon 81 importiert. Jetzt sind es noch 96. Brauchen wir bald nicht mehr importieren und somit machen wir dann auch eine Menge, Menge Einnahmen, weil wir dann nichts mehr importieren müssen. Das Holz können wir dann auch abbestellen. Sofern, na gut, ich würde es mal noch lassen. Dass die Zimmermannsgilden auch wirklich hier immer versorgt sind. Nicht, dass wir am Ende irgendwo hier die Treppen nicht mehr haben und dann können die Bewohner, sage ich schon, naja, doch am Ende auch, aber die Steinmetze nicht zum Ziel. Das wäre dezent ungünstig. So, 77, 85, also 3 Blöcke müssten eigentlich noch importiert werden. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das waren jetzt wahrscheinlich auch schon die 3. So, fertig. Jetzt haben wir sogar 5 im Überschuss. Ja, und die erste Pyramide ist fertig.
Schön. Damit können wir aber eigentlich auch den Weg hier hinten. Da können wir auch eine Sperre reinbauen. Das brauchen wir nur wirklich nicht mehr. Weil hier hinten ist ja nichts. Ist ja wirklich nichts, nichts. Huch, jetzt haben wir hier aber den Weg gekappt. Das ist nicht so angenehm. So, wie schaut es hier aus mit... Ja, das wird voll. Und hier wollten wir ja... Können wir auch mal eins nur Edelsteine und eins nur Luxuswaren. Denn wir können dann auf jeden Fall auch mal schauen, ob wir ja nicht die Edelsteine auch exportieren mit 3600. Sollte das eigentlich gut passen. Genau. Es wäre noch richtig cool gewesen, hätten wir den einfachen Stein auch noch exportieren können. Aber wie schon gesagt, da wir keine Wohlstandswertung haben in diesem Level, ist das eigentlich recht egal. Wir brauchen, ja, das schaffen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Das wird wahrscheinlich nicht mal 20 Minuten lang werden, diese Folge. Das ist aber auch okay. Dann ist die Pyramide auch durch und ja, es ist schon faszinierend, so eine große Pyramide so im Aufbau zu sehen. Und ja, dann werden wir halt 2 Monate nochmal angegriffen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt ist nur noch 1 Monat und dann, zack, da ist es schon da. Nein, jetzt ist 1 Monat. Das andere Bing-Geräusch war die Nilometer-Vorhersage, weil wir auch wieder Januar haben. So, jetzt werden wir angegriffen und zwar, so wie es scheint, wieder hier unten. Ja, dann ist es eh nicht so relevant. Ja. Ich komme halt nicht übers Wasser, das ist perfekt. Es gibt aber, glaube ich, auch noch Missionen, wo auch Kriegsschiffe tatsächlich wichtig werden. Aber wir hätten hier eh kaum Platz gehabt für eine Werft, muss ich sagen. Das ist, weil die braucht auch so in etwa so einen Platz wie ein Dock. Wenn wir mal schauen, die Werft, die ist ja hier mit dabei. Ja, hat denselben Slot wie so ein Dock. Das wäre nicht so toll gewesen. Denn ohne Werft können wir natürlich keine Schiffe bauen, ist klar. Es gibt überhaupt... Ja, Kriegshafen und Transporthafen gibt es auch. Stimmt, wir hätten auch den Transporthafen. Oder brauchen wir da auch ein Schiff dafür? Nein, ich glaube, wir hätten auch den Transporthafen nutzen können. Für den kriegerischen Einsatz. Ja. Quasi in anderen Städten. So, dann fehlt hier noch, fehlt wirklich noch ein bisschen Kalkstein. Wir können auch eigentlich das ganze Gewerbe für einfachen Stein wirklich sehr stark reduzieren. Einfach weil wir können den einfachen Stein halt nicht exportieren. Was sollen wir damit sonst machen? Können wir eine Mine vielleicht noch lassen. Der Rest können wir alles jetzt zu Edelstein machen. Das ist eigentlich schon, das ist schon sehr witzig. Komischerweise werden die nicht betrieben. Warum? Arbeitskräfte schlecht erreichbar. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil die wohnen doch quasi daneben. Aber wie ihr seht, die Minen gehen immer wieder an und aus. Vielleicht doch nicht. Haben wir uns vielleicht getäuscht. Dann können wir nämlich... Moment. Erstmal schauen, bevor wir jetzt hier was machen. 8 Ladungen Kalkstein. Doch, die haben wir hier unten. Okay. Dann können wir nämlich die 3 Warenlager abreißen und neu bauen. Das waren nämlich die, die nur für Kalkstein waren. Und den Kalkstein zieht sich jetzt hier unten raus. Schön. Können wir jetzt noch zuschauen, wie die Pyramide quasi beendet wird. So, und jetzt geht's los, Stück für Stück. Natürlich, die anderen helfen mit. Der eine alleine braucht natürlich sehr lang, aber ihr seht ja hier, wie die ganzen Steinmetze hochrennen. Und jetzt geht's natürlich viel, 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 viel schneller. Und ja, wir schauen nochmal allgemein. Götter sind auch zufrieden. Durchschnittliche Versorgung mit Tanzbühnen haben wir auch erreicht. Königreichwertung von 99 und wie schon gesagt, hier haben wir alle Grabbeigaben mittlerweile fertig. Die Sphinx ist fertig, die normale Pyramide oder die mittlere Pyramide und auch bald dann die große Pyramide. Ja, sehr schön. Können wir eigentlich auch die ganzen Arbeiterlager somit
abreisen, erhöht natürlich die Arbeitslosigkeit enorm. Leider. Aber na, wir brauchen wirklich nur noch Steinmetze. Wir können auch jetzt genau den Import von Holz können wir auch einstellen. Holz brauchen wir gar nicht mehr, weil wir brauchen auch keine Zimmermannsgilde mehr. Somit ist dieses Warenlager überflüssig, weil das war nur für Holz gedacht. Ja, beobachten wir jetzt noch die letzten Züge der Pyramide und dann, wie schon gesagt, wird auch die Mission beendet sein. Nach 3 Folgen. Schön. Ja, hier hinten, das ist schon. Das hat mittlerweile Dimension angenommen. Jetzt wird doch sogar tatsächlich die ersten, ja, werden die ersten Gegenstände hier rüber geschafft. Wie schon gesagt, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob nicht auch ein Teil der ganzen Güter auch über das Land gehandelt werden. Deswegen dachte ich, da oben könnte man auch mal noch ein, ja, 1300 Luxuswaren sollten wir haben. Wir haben 11.000. Stark. Weiß gar nicht, was kostet ein 150 pro ein so ein Slot, ja, verdienen wir 150, wenn die denn auch richtig gekauft werden. Das ist schon heftig. Deswegen haben wir jetzt auf einmal 47.000 Leben. Weil wir nur noch quasi Export, also wir haben keine Importkosten mehr, aber Tribut, 4, was, 2.000? Das ist viel. Vielleicht könnte ja jemand in die Kommentare schreiben, wie der eigentlich zustande kommt. Weil wir haben zwar hier unseren Familienwohnsitz, aber das ist ja bloß, das ist ja das Gehalt. Das ist ja hier persönliches Gehalt, 360, was man sich selber zahlt. Aber durch was kommt der Tribut zustande? Durch die einzelnen Steuereintreiber? Kann das sein? Dass die irgendwie was fordern? Das könnte halt sein, ja. Ah, schade, fast perfekt. Das sind zwei einfache Steine. Und die werden nie wieder weggehen. Ach, wir können auch hier den letzten Steinbruch wirklich schließen. Das ist nicht mehr relevant. Können nochmal alle Plätze verschönern hier. Erreichen wir vielleicht doch noch ein, zwei Upgrades. Vielleicht mal noch ein paar Gärten bauen. Das alles nochmal ein bisschen. Genau, ihr seht hier ein paar Upgrades haben wir doch noch erreicht. Mal eine richtig schöne Stadt bauen, die nur aus Gärten besteht. Auf Gelände für Viehzucht kann nicht gebaut werden, ja, das wissen wir. Wir können die ganzen Strauß-Spots können wir nicht entfernen. So, richtig schön alles voller Gärten gebaut. Ach so, ich weiß gar nicht, wir müssten eigentlich ein paar Lücken lassen, ansonsten können die ja. Doch, die Jäger können wahrscheinlich auch über die Gärten laufen, so wie es scheint. So, jetzt haben wir nämlich fast überall hier oben auch solche Plätze, die wir bauen können. Ist auch eine coole Sache durch die Gärten, ja. So, dass wir jetzt mittlerweile 6.700 Bevölkerung haben. Eine Bevölkerung von 6.700. Das ist schon sehr viel. Wir könnten ja sicher hier 10.000 auf jeden Fall erreichen. Wenn man überlegt, wie viel Platz hier oben noch ist, vielleicht sogar 15.000. Und wenn man sich richtig gut anstellt, bestimmt auch 20.000. Wenn man dann überall solche Häuser hat, bestimmt. Aber ist ja nicht Sinn und Zweck der Mission gewesen. Es ging ja wirklich nur darum, hier diese Monumente zu errichten. Und das haben wir gleich geschafft. Ich schaue nochmal hin, nicht, dass es zu schnell. Ja, doch. Das ist wirklich gleich geschehen und ja, dann beenden wir wirklich bei 20 Minuten in etwa. Haben da natürlich noch den Endscreen quasi, die Endansprache. Also ja, ihr denkt mal, ihr wisst, was ich meine. Und dann soll es das auch von dieser 29. fast gewesen sein. Ist noch keine Abmoderation, aber stellt euch schon mal darauf ein, dass wir gleich das Fenster sehen für Sie haben es geschafft. Bisschen ärgerlich. Okay, schade. Dieser Fleck hier, den hätte ich gerne noch eine Straße gebaut. Sehr schön. Ganz Ägypten verneigt sich vor Ihren Leistungen. Sie haben die riesige Pyramide des Cheops errichtet und mit reichen Grabbeigaben ausgestattet.
Darüber hinaus haben sie Kefren große Ehre erwiesen, indem sie seine letzte Ruhestadt und die beeindruckende Sphinx erbaut haben. Sehr schön. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ist ein Save kurz vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob wir beim nächsten Mal wieder auswählen können oder nicht. Das wird sich zeigen, das seht ihr dann im nächsten Video, aber das soll mein Problem sein. Ich hoffe doch eigentlich, dass es Autosaves gibt, deswegen müsste das schon passen irgendwie. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.